Achtung, eine Durchsage. Frau Anneliese Hecking, bitte kommen Sie zum Informationsschalter. Ich wiederhole, Frau Anneliese Hecking, bitte kommen Sie zum Informationsschalter. Auf Gleis 5, in den Schienenbus nach Riedberg, bitte einsteigen. Hey, Gerd, kannst du schon fahren? Okay, dann fahr ich. Am Hintergrund geht's hinauf, ins Zentrum von Baden-Baden. Der Möbelwagen biegt ein in die Bahnhofstraße und der Bus fährt weiter in der Uferallee. Mit der Verlegung der Fahrdrähte, dem Einbau der Abzweigungen und Stoppstellen habe ich 1994 begonnen. Meine flexible Arbeitsbühne erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sie kommt deshalb auch heute noch immer wieder mal zum Einsatz. Ganz schön knapp, aber so mag ich's. An meinem Car-System habe ich einige Umbauten vorgenommen. Dauermagnete mit Servo ersetzen die alten Stoppstellen. Servostoppstellen stoppen meine Autos oft auch wochenlang. Der LKW bringt eilige Güter zur Eisengießerei. Hier kann man sehen, dass das klassische Car-System nicht immer zuverlässig funktioniert. Lenkmagnete verlieren im Laufe der Zeit ihren Magnetismus. Sind Akkus frisch aufgeladen, dann fahren die Autos zu schnell. Sind sie fast entladen, dann verhungern sie. Wegen eines Schwertransportes entfällt heute der Personenzug nach Westheim. Als Ersatz wird ein Bus eingesetzt. Abfahrt 5.50 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Der Hof der BayWa ist auch über diese Tiefgarage mit zwei Stoppstellen erreichbar.
Das Fahren mit dem funkferngesteuerten Bus von Carson macht vor allem Kindern und jungen Leuten sehr viel Spaß. Sie haben auch beim Steuern weniger Probleme als ich. Im folgenden Anhang versuche ich zu erklären, wie ich meine Autos steuere. Die Straßensymbole habe ich mit dem Gleissymboleditor ganz nach meinem Geschmack kreiert. Hier handelt es sich um das Symbol 948 Straße waagrecht. Der virtuelle Rückmeldekontakt Nummer 848 ist 45 cm lang. Die Straßenampeln und die Abzweigungen lassen sich per Mausklick schalten. Die Zugnummernfelder geben die Fahrzeugadresse sowie den Fahrzeugnamen an. Zum Beispiel Adresse 1, Spedition Dachser. Adresse 8, Postbus. Adresse 2, LKW BWG. Per Mausklick öffnet sich das Fahrzeugkontroll. Hätte ich, wie der MEC Eggenfelden, Autos mit Funkdekodern, so könnte ich sie langsam beschleunigen, viele Funktionen schalten und auch langsam abbremsen. Ich fahre jetzt mit wenigen Mausklicks den roten LKW BWG von P10 hinter dem Bahnhof nach P11 zur Eisengießerei. Vom Startkontakt über den 100 cm langen Streckenkontakt zum Zielkontakt. Ich wähle die Fahrstraße von P01 nach P05. Der Rückmeldekontakt 830 ist nach der Stoppstelle nur noch 20 cm lang. Dafür brauchen die Autos 2 Sekunden. Der RMK 831 ist 20 cm lang. Dafür brauchen die Autos ebenfalls 2 Sekunden. Der RMK 832 ist 30 cm lang. Dafür brauchen die Autos 3 Sekunden. Und der RMK 833 ist 65 cm lang. Dafür brauchen die Autos 6,5 Sekunden. Für langsamere Fahrzeuge gewähre ich 40% Zuschlag. Hier 5,4 Sekunden. Der LKW der Spedition Dachser soll von 830 über 831 und 832 nach 833 fahren. Ich starte den Testlauf. Der LKW fährt mit 38 km pro Stunde von P01 nach P05.
Erst nach Ablauf der 5,4 Sekunden wird die Fahrstraße aufgelöst und das Fahrzeug kann dann in einer neuen Fahrstraße weiterfahren. Es folgt nun ein Screenshot-Video, das recht gut die Abläufe und Spielmöglichkeiten meiner K-System ZFA zeigt. Ich aktiviere die Profile, den Zufallsgenerator für die Fahrstraßen, starte die Zugfahrtenautomatik und öffne noch die Fahrzeugcontrols. Fahrten im äußeren Kreis werden aktiviert. Das Auto sucht sich die nächste freie Fahrstraße. Der Zufallsgenerator wählt P06. Autos dürfen jetzt auch von innen nach außen fahren. Jetzt dürfen Autos erstmalig von außen nach innen fahren.